Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Suchvideo und heute zu einer ganz besonderen Ausgabe. Und zwar sind wir in einem unglaublich artenreichen Waldgebiet, das wir uns jetzt genau unter die Lupe nehmen. Wir haben da verschiedenste Baumbestände, eigentlich alle gängigen Laub- und Nadelbaumarten und dementsprechend groß ist auch die Pilzvielfalt. Ich habe mich gestern schon in der Vorrecherche für das heutige Video auf die Suche gemacht und so viele spannende Arten gefunden, dass wir dieses Video in zwei Teile aufteilen werden. Es ist zu viel für ein Video, das wird zu lang werden. Deshalb machen wir zwei Teile draus und das Dranbleiben auch in der zweiten Folge lohnt sich besonders, weil so viel sei verraten. Am Ende des zweiten Videos haben wir nochmal richtig Gluck gehabt, wenn ihr versteht, was ich meine. Also da kommt noch was ganz Schönes, aber wir genießen gleich zu Beginn diese wunderbare Landschaft und beginnen mit unserer Suche. Vielleicht, das wollte ich noch sagen, ein paar interessante Ausblicke noch für unseren Kanal. Es geht recht spannend weiter. Ich bin nämlich nächste Woche bei der Pilzberaterausbildung, auf die ich mich schon sehr freue. Da bin ich gespannt, wie das wird. Dann geht es weiter mit einem Seminar, das ich selber gebe am Weißen See bei uns in Kärnten. Also wer vom 10. bis zum 12. September noch Zeit hat, es gibt noch ein paar Plätze bei dem Seminar. Würde mich freuen, wenn ihr vielleicht noch vorbeikommt. Und dann ganz spannend, im September sind der Daniel und ich in Tirol. Wir machen dort eine eigene kleine Videoserie, weil die Tiroler Wälder, die dann wirklich schon bis ins Hochgebirge gehen, haben auch ein wunderbar artenreiches Pilzspektrum, das wir euch zeigen möchten und da kommen vielleicht ein paar Funde vor, die wir da unmöglich machen können. Also es geht spannend weiter, aber jetzt bleiben wir mal bei uns im Wienerwald. Ja, die ersten farbenprächtigen Eindrücke heute beschert uns da eindeutig die Flora. Wir haben da wunderschöne Erika, wirklich Felder muss man sagen. Ein Heidekraut für besonders nährstoffarme und eher sandige Böden. Also ein wunderschöner Einstieg, die haben da jetzt ihre Blütezeit und auch die Goldruten haben da einen wunderbaren Kontrast. Aber auch bei den Pilzen geht es heute bunt weiter. Wir haben jetzt Ende August, Anfang September bald. Und die Bedingungen sind eigentlich schon eher herbstlich. Ihr seht, der Tau tropft überall von der Vegetation. Also Feuchtigkeit ist ausreichend vorhanden. Auch die Temperaturen sind nicht allzu hoch. Also perfekte Bedingungen. Und auch der ganze Wald ist wirklich voll mit Pilzen. Und in den tauchen wir jetzt auch ein. Unser erster Platz führt uns, wie ihr seht, da in einen ganz lichten Birkenbestand. Wir haben da immer wieder, eigentlich im Herbst, erst Fliegenpilze und auch ein paar Steinpilze gefunden, aber einen Blick war es wert. Weder noch haben wir entdeckt, aber was ganz Interessantes, was wir auch schon in einem unserer Frühlings- und Winterpilzvideos gezeigt haben, und zwar eine Trompetenflechte, die da wirklich einen ganzen kleinen Stamm von unten bis oben für sich erobert hat. Also optisch ein Highlight, zum Suchen ist sie nichts. Ganz interessant, das ist ein Mischwesen aus Pilz und Alge, so wie alle Flechten. Aber sie haben einfach diese trompetenartigen, wunderschönen Fruchtkörper, die definitiv ein Fall fürs Makroobjektiv sind. Ja, ein ganz ungewöhnlicher Pilz und wir haben schon den nächsten entdeckt, gehen da jetzt ein paar Meter weiter und schauen, ob wir noch was entdecken am Weg dahin. So, durchaus bunt geht es mit unserem nächsten Fund weiter und zwar haben wir da, auch wenn es schon ein bisschen ein älteres Exemplar ist, aber man sieht die
Randfärbung doch noch sehr gut. Und zwar haben wir hier einen Kiefernbraunporling gefunden, der auf diesem alten Stamm seinen Fruchtkörper hervorgebracht hat. Und wenn sie jung sind, sind sie auch jetzt relativ häufig, haben sie wirklich eine orange-gelbe Färbung, die deutlich stärker noch zu sehen ist als da jetzt, nur mehr am Rest. Und mit diesem Pilz kann man auch färben. Also man kann Wolle damit zum Beispiel einfärben, die bekommt dann so eine orange-gelb-goldene Farbe. Ganz interessant, für uns als Speisezwecke ist er nichts. Und auch wenn mir meine Oma gestern Wolle geschenkt hat oder eigentlich meine Freundin, die Arbeit werde ich mir nicht machen. Also der bleibt hier und wir begeben uns jetzt langsam in diesen helleren Hainbuchenwald, der da hinter mir wartet und schauen, was dort noch für uns bereitsteht. Ja, lang hat es zum Glück nicht gedauert. Auch der erste Röhrling begegnet uns gleich zu Beginn. Und kein Wunder bei diesen Hainbuchen und Birkenwäldern, da sind dann auch die Raufußröhrlinge meistens nicht weit. Da ein schönes Exemplar mit einer dicken Röhrenschicht. Sehr gut, das Fleisch ist noch makellos. Also auch mit den Röhrlingen geht's los. Ich bin gespannt, welche uns heute noch alle begegnen. Wir haben da ja wirklich, wie gesagt, sehr viele verschiedene Baumarten und da auch schon alle möglichen Röhrlinge, von Maronenröhrling bis zu normalen Steinpilzen und auch der ganzen Fraktion der Hexenröhrlinge haben wir alles schon gefunden. Gerade auf die flockenstieligen Hexenröhrlinge warte ich schon länger. Ich hoffe, dass sie sich da heute auch wieder wohlfühlen und wir schauen einfach noch, was uns da begegnet. Jetzt geht es aber wahrscheinlich mit den Täublingen weiter. Wir haben schon gesehen, die sind da überall angesiedelt und wir warten jetzt, bis wir noch ein paar schöne finden. Ja, unser Hainbuchenröhrling bekommt jetzt Gesellschaft und zwar von einem Pilz, den wir noch gar nicht vorgestellt haben bei uns am Kanal. Ich freue mich, dass wir ihn jetzt gefunden haben und auch gleich noch ein schönes Exemplar. Und zwar haben wir da den wurzelnden Schleimrübling. Der Name sagt eigentlich alles. Er hat zwei Merkmale und zwar diese schleimige, wirklich glitzernde, durch die Feuchtigkeit Hutoberfläche. Und da müssen wir jetzt schauen. Da muss man ein bisschen vorsichtig ziehen und etwas nachhelfen. Also der Name Wurzeln hat da wirklich seine Berechtigung gesetzt. Da war eigentlich der Ansatz, da ist der Stiel noch sauber. Der hat wirklich eine wurzelartige Verlängerung seiner Hyphen, die da in den Boden reichen. Ich sage eigentlich nur Wurzelrübling dazu und wie gesagt, die kann man essen. Die Stiele sind eher zäh bei solchen Arten, die kann man zu Pulver verarbeiten oder gleich im Wald lassen, aber die Kappe hat durchaus einen interessanten Geschmack und heute geht es ja um Vielfalt und da darf auch der definitiv in unserem Korb mitkommen. Diese Spur von Täublingen, die zieht uns gleich in den Wald. Ich sehe immer, wenn ich irgendwo wirklich was leuchten sehe, schaue ich, dass ich dann immer in den Wald schaue und mich da genauer umsehe. Man kann natürlich nicht immer alles anschauen, aber so ein paar Pilze sind wirklich immer ganz gute Indizien und da haben wir gleich mehrere Täublinge auf einmal. Schaut euch dieses riesige Exemplar von dem grünen Täubling an. Es ist kein Frauentäubling, also die Lamellen brechen da eigentlich relativ leicht. Der ist imposant von der Größe, aber leider nicht mehr frisch. Der bleibt also hier und da haben wir den nächsten entdeckt in einer Menge von Schwarztäublingen. Ihr müsst euch da wirklich mal umschauen hinter mir und in jede Richtung, da sind diese Leichen von den Breitblättern. Schwarztäublingen zu sehen. Die sind da wirklich hundertfach und dieser Pilz hat wirklich als einer der wenigen die Möglichkeit, sich selber irgendwie zu konservieren. Also die halten sich selbst, man findet die dann auch im Winter und im Frühjahr. Die haben Wirklichkeit da, die haben wirklich die Fähigkeit, sich selbst zu trocknen und dann in dieser schieren Form zu überdauern.
Und wir haben da schon die nächste Art entdeckt, den purpurfarbenen Täubling. Der Daniel hat ihn diesmal kosten dürfen, weil, wie gesagt, wenn sie scharf sind, kann man sie nicht essen. Und diese beiden wunderschönen Exemplare haben auch eine Schärfe entwickelt, werden also dann auf jeden Fall im Wald zurückbleiben, weil wenn die Täublinge scharf sind, sind sie leicht giftig. Und ja, das ist ein Gift, das Hämolyse bewirkt, das zersetzt das Blut. Also sie sind nicht hochgiftig, also man stirbt davon nicht, aber man will sich ja einfach nichts zuführen, was dem Körper schadet. Also so schön sie sind, müssen sie zurückbleiben. Aber ich glaube auch die Frauentäublinge werden uns heute nicht im Stich lassen. Unglaublich, wie viele von diesen Schwarztäublingen da überall stehen. Das ist wirklich ein Massenpilz. Na, da sind sie auch schon. Da geht's schon los mit dem ersten. Schauen wir, ob es ein Frauentäubling ist, die sich ja mit den festen Lamellen auszeichnen. Ja, da bricht nichts. Also da haben wir wieder dann ein sehr schönes auch vom Fleisch. Sehr, sehr schönes Exemplar. Zum Glück auch nicht alleine. Da leuchtet schon weiter. Man muss aufpassen. Es sind nämlich auch zum Glück noch ganz kleine da. Also es sind nicht, der bleibt natürlich gleich da. Aber da geht's. Da haben wir dann wieder ein. Da haben wir dann wieder ein lilanes Exemplar, das man im Laub fast gar nicht sieht. Schaut euch das an, das ist da wirklich sehr, sehr gut versteckt. Gut getarnt, aber für uns ist nichts sicher. Auch der kommt mit, aber ihr seht, da hat er schon leicht schimmelige Stellen. Also auch bei den Täublingen kommt es vor, dass die Jungen schon befallen sind. Der bleibt dann zurück. Aber da sind sicher noch ein paar mehr. Ich bin mir sicher. Ah, das ist auch interessant. Fast ein verlässlicher, ja, ein sehr verlässlicher Pilz auch. Und zwar letztes Jahr haben wir genau an derselben Stelle auch schon gefunden, allerdings später. Und zwar die Semmelstoppelpilze kommen. Schaut euch das an, in einer wunderbaren Nachbarschaft mit auch so einem Schwarztäubling. Beides ja Mykorrhizapilze. Also die leben da, die teilen sich wirklich unmittelbar den Standort. Ganz, ganz frisch, den schneiden wir ab. So sind sie auch noch geschmacklich wirklich gut. Sehr schön, wie gesagt, diese Stachelpilze an der Hutunterseite zu erkennen, auch wenn sie da noch ganz klein sind. Aber die kommen auf jeden Fall mit. Da sind auch noch ein paar andere kleine versteckt. Die schaffen es auch in den Korb. Und langsam, ja, langsam wird's. Alles in einem Meer von Schwarztäublingen versteckt. So, die anderen sind noch zu klein. Aber die kommen mit. Ah ja, na gut, da leuchtet es uns wieder entgegen. Sehr, da. Kurz noch was Brauchbares. Wieder ein paar schöne Täublinge. Auch noch ganz frisch. Da ist noch einer unterm Laub versteckt. Muss man immer aufpassen, wenn man so einen Platz hat, dass man auf nichts draufsteigt. Da bin ich nämlich gerade schon draufgestiegen. Ja, kann passieren.
Ah, da sind noch ein paar mehr. Also wirklich ein guter Platz. Aber den suchen wir gleich ab, weil wir bleiben in der Verwandtschaft der Täublinge, schwenken aber einmal nach links und haben da wirklich einen geraden Strich von Stinktäublingen. Schaut euch die mal an. Die zeichnen sich auch durch ihre orange-gelb-braune Färbung aus. Wir haben sie da. Das ist wahrscheinlich noch das frischeste Exemplar. Die haben da wirklich eine ganze Linie wie aufgezogen gebildet. Das ist eine Gruppe von Pilzen, die Stinktäublinge. Da gibt es mehrere Arten. Das ist wahrscheinlich der Morsetäubling, der sich da durch seine ganz interessante Randzone auszeichnet. Und die Stinktäublinge, wie der Name schon verrät, sind nicht unbedingt essbar. Die haben einen eigenartigen Geruch. Das wird natürlich immer individuell wahrgenommen. Ich finde jetzt nicht, dass sie sonderlich stinken. Aber ja, für den einen oder anderen ist das doch ein nicht so angenehmer Geruch. Und diese Färbung haben alle von diesen Arten. Also diese Täublinge mit dieser Farbe, die lasst man dann eher zurück. Und wie bei allen Pilzen, wenn der Geruch nicht einladend ist, ist es der Geschmack meistens auch nicht. Also die bleiben auf jeden Fall zurück und ja, dürfen im Wald bleiben. Und auch die nächste Speisepilzart ist uns schon über den Weg gelaufen. Und zwar da wirklich wunderschön platziert auf diesem Buchenstamm ein Lungenseitling. Aber ich habe ihn gestern, wie gesagt, schon entdeckt und heute ist er leider nicht mehr ganz frisch. Man sieht, er schimmert schon ein bisschen durch. Das heißt, er ist von unten wahrscheinlich schon komplett von Schnecken gefressen. Die fühlen sich bei der Feuchtigkeit natürlich auch wohl. Der Erzfeind von uns Schwammelsuchern oder einer der Erzfeinde neben den Würmern. Aber ja, schön platziert. Man sieht auch, da kommen schon ein paar holzzersetzende Pilze hervor. Der ist da wirklich genau in der Mitte gewachsen und thront auf diesen Stumpf und darf dann da auch bleiben. Vielleicht erwischen wir ihn ja nächstes Jahr. Ja, wie gesagt, die Täublinge, auf die kann man momentan immer zählen. Auch noch ein ganz wunderschönes Exemplar. Ganz dunkelgrün gefärbt. Die füllen derweil mal unseren Korb, aber da kommt noch einiges anderes heute noch dazu. Ja, es vergeht wirklich kein Meter ohne einen Fund. Wir haben da wieder einen Wurzelrübling mit seiner fast aderartigen Musterung auf der Hutoberfläche, also ein junges Exemplar, das auf jeden Fall mitkommt. Aber was wir vorbereitet haben, versteckt sich da schon bei mir. Und zwar ist das der breitblättrige Holzrübling. Eine sehr, sehr häufige Art, die man eigentlich im Sommer bis in den Herbst überall massig findet. Man kann sie leider nicht mitnehmen, weil auch wenn sie früher als Speisepilz gezählt wurden, ist da ein Giftstoff festgestellt worden. Sie sind leicht giftig und müssen dann auf jeden Fall im Wald bleiben. Wir haben da eine ganze Gruppe gefunden und wie man schon sieht, bei dem da vor allem, sie zersetzen Totholz. Also die wachsen aus den Stämmen raus, zersetzen da das Holz und wie ihr bei diesem Exemplar seht, haben sie eine ganz interessante Eigenschaft. Der hat fast eine Art Wurzelsystem, muss man sagen. Das ist einfach eine Verdickung des Myzels und ganz interessant, bei dem sieht man auch gleich, wovon er lebt. Also das ist da ein altes Stück Holz und man sieht schon, das Myzel hat da weißlich schon diesen ganzen alten Ast überzogen, ja, bis dann nichts mehr überbleibt und dieser Pilz hat dann seinen Fruchtkörper daraus gebildet. Nochmal zum Vergleich, auch von der Größe und von der Farbe sieht man, da ist schon eine deutliche Unterscheidung. Dieses Braun haben die Holzrüblinge nicht. Breitblättrig sieht man auch an der Hutunterseite, woher sie diesen Namen haben. Also die Lamellen haben wirklich da einen großen Abstand, sind auch wirklich groß gefärbt. Sonst eher ein unscheinbarer Pilz,
Wir haben da noch einen bisschen älteren, der auch noch typisch ist. Sie haben so eine Längsmusterung an der Hutoberseite und ja, sind häufig, aber bleiben da. So auch der, sehr interessant noch, wie gesagt, das mal anzuschauen, aber auch er darf im Wald verbleiben. Und wir gehen jetzt in den nächsten Wald und schauen uns einen Verwechslungspartner von ihnen an. Ja, das ist auch überraschend. Direkt daneben dem Wegesrand. Okay, was ist das? Das ist ungewöhnlich. Zuerst mal das Schöne. Wir haben da vorher die Alten ja schon gesehen, aber da hat sich wirklich an einem ganzen Stamm gleich eine Familie von diesen Lungenzeitlingen, dem sommerlichen Bruder der Austernzeitlinge, da angesiedelt. Die sind wirklich auch noch sehr schön, ganz hell, sind zwar ein bisschen klein, aber haben eigentlich einige schöne Fruchtkörper hervorgebracht. Aber was mich erstaunt hat, ist, dass sich da eine Hundsrute auf diese Gruppe draufgelegt hat. Die Hundsruten sind eigentlich kleine Stinkmorcheln. Wegen der Farbe, dieser fleischig roten Farbe, haben sie diesen Namen bekommen. Die optische Ähnlichkeit, muss man sagen, ist wirklich auch frappant. Und die hat sich da auf diese Gruppe draufgelegt und ihre Sporen, diese schleimige Masse vorne auf der Spitze, mit der sie dann die Fliegen anlockt, wie auch die Stinkmorchel, da schon verteilt. Also die sind dann für uns leider nicht mehr interessant, aber diese schönen kleinen Lungenzeitlinge, die nehmen wir auf jeden Fall mit, die freuen mich sehr. Im nächsten dichten Buchengebüsch haben wir jetzt wirklich den ersten Dachpilz gefunden und damit auch den Verwechslungspartner von diesem Holzrübling, den wir euch vorher gezeigt haben. Die Dachpilze sind, wie man schon von der Größe sieht, ein bisschen kleiner, wobei das kein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal ist. Sie sind generell recht ähnlich. Die Dachpilze sind eigentlich so eine kleine, eher unscheinbare Gattung in der Pilzwelt. Es gibt da mit dem Rehbraunen auch einen Speisepilz, noch zwei, drei andere, aber ich sammle sie eigentlich meistens nicht ein. Sie sind jetzt nichts Besonderes. Es gibt mit dem grauen Dachpilz auch einen, der ein paar Halluzinogene enthält. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber hier zeigen wir euch nochmal den Unterschied zwischen den beiden Arten. Wir nehmen den da auch raus. Wie gesagt, auch die wachsen immer auf Totholz, die Dachpilze. Man sieht schon, sie haben auch nicht diese wurzelförmige Fortsätze, wie es der Holzrübling hatte. Und die Lamellen, da sieht man dann die Unterschiede schon gut. Die sind bei dem Holzrübling sehr weit und beim Dachpilz doch deutlich enger. Also wir lassen beide zurück. Die Dachpilze schaffen es heute nicht in unsere elitäre Auswahl von Speisepilzen. Und der nächste Pilz, der sich da auf dem nächstgelegenen Holzstamm angesiedelt hat, der auch nicht, der ist nämlich giftig. Und zwar ist das einer der häufigsten Giftpilze überhaupt, der grüne Schwefelkopf. Man findet die wirklich fast das ganze Jahr und auch, wie die Pilze vorher, immer auf Totholz. So, wir schauen sie uns an. Sie sind ja optisch eigentlich wirklich schön mit ihrer Farbe, auch mit dem Farbverlauf am Hut, aber dann die Hutunterseite, da schimmert schon dieser giftgrüne Unterton einfach durch, der ihm auch seinen Namen verliehen hat. Und die sollte man wirklich kennen und auf jeden Fall zurücklassen. Es gibt einen sehr ähnlichen, es gibt ihn auch in Grau, da ist er essbar, aber den lassen wir zurück. Der graue Schwefelkopf ist da fast nicht zu unterscheiden. Der ziegelrote Schwefelkopf, den haben wir auch schon mal gezeigt, der ist dann rötlich, den haben wir heuer auch noch nicht entdeckt. Und der ist auch stark giftig, so wie sie. Also unscheinbar, aber gefährlich. Also auf jeden Fall Finger weg. Und wir verlassen jetzt endlich diesen dichten Wald und begeben uns jetzt für den Rest des Videos wirklich in einen weitläufigen Buchen- und dann Fichtenwald. Und auch noch Kiefernwald.
Neuer Wald, neue Pilze und dieses Gebiet hier mit diesen wunderbar alten Rotbuchen, das lässt mich nie im Stich. Und wir haben schon den ersten entdeckt, ganz neu aus dem Boden geschossen. Wunderbar bunt und vom Stamm her fast nicht zu übersehen. Die Kappe ist ja doch gut getarnt und da ist schon dann die erste Flocke. Für mich seit langem, wir hatten ja wirklich eine riesige Röhrlingswelle, aber die waren davon nicht betroffen. Aber der ist wirklich ganz frisch, wie immer oder wie fast immer, auch wurmfrei. Das mag ich auch besonders an ihnen. Die sind nie madig. Sie werden blau, aber so kennen wir sie. Und der kommt jetzt auch, ja, wunderbar, auch noch ganz frisch da unten, die Röhren. Sogar noch ein gelblicher Rand. Also ganz frischer geht's nicht. Und hoffentlich noch mehr davon. Wir arbeiten uns jetzt langsam den Hang hier nach oben. Es ist eigentlich nur ein kleines Gebiet hier mit diesen Buchen und enden dann gleich da im Fichten- und Kiefernwald. So, nichts zerquetschen. Da sind ja doch ein paar heikle Sachen dabei. Na, es wird bunt. Hier dürfen wir euch noch was ganz Besonderes zeigen. Er hat uns schon von der Weite angelacht, wie wir da jetzt weiter marschiert sind. Und zwar ist das, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich ihn noch nie gefunden habe, aber ich denke doch, dass ein kegelhütiger Knollenblätterpilz ist. Ein relativ seltener Vertreter der Knollenblätterpilze, aber genauso wie der weiße und der grüne Knollenblätterpilz ist auch der absolut tödlich. Also dieses Exemplar würde für den Daniel und für mich wahrscheinlich reichen. Da muss man auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein. Sie sind ein bisschen unterschiedlich, die kegelhütigen. Ihr seht schon, der hat da einen, ja, fast spitzen Hut. Er ist oben aufgerissen, deshalb ist er jetzt nicht so das klassische, ja, Exemplar wie aus den Büchern, aber ganz deutlich ist dieser weiße, eigentlich genatterte Stamm, auch die dicke Stielbasisknolle und da die Volverreste und auch der Ring ist im Vergleich zu anderen Knollenblätterpilzen eher untypisch. Ich schneide ihn jetzt mal auf, dass man das sieht, weil der Ring eigentlich nur fransig, ja, fast zerstört und kaum sichtbar, ja, sich da unter dem Hut versteckt. Also der ist wirklich fransig aufgelöst. Da ist fast nicht mehr viel davon zu erkennen. Aber auch das muss man mal gesehen haben. Das Messer werde ich jetzt da natürlich im Bach waschen. Da muss man wirklich sehr aufpassen mit so giftigen Pilzen. Aber ja, ein seltenes und herzigbares Exemplar überhaupt. Da grabt sich jetzt auch noch ein Mistkäfer ein. Hoffentlich verspeist er nichts. Ich weiß nicht, ob er das vertragen würde. Wir säubern jetzt das Messer und schauen, ja, Richtung Westen weiter zum Fichtenwald. Wir bleiben in der Gattung Amanita, aber diesmal bei einem deutlich erfreulicheren Fund, zumindest was das Kulinarische angeht, weil seltener war auf jeden Fall dieser kegelhütige Knollenblätterpilz. Und hier haben wir da den rötenden Wulstling. Oder Perlpilz, eigentlich noch sein bekannterer Name, wobei ich das mit dem Rötenden im Namen wesentlich ja, treffender finde, weil wir sehen auch da sein Erkennungsmerkmal, er ist ja essbar, diese rötende Färbung an der Stielbasis und da haben wir dann ein wirklich schönes Exemplar. Ist jetzt abgebrochen, da sieht man es auch im Hut. Oder am Hut und im Vergleich zu dem Knollenblätterpilz vorher sieht man da natürlich auch ganz deutlich diese Velumreste, weil dieser Knollenblätterpilz, der kegelhütige, hat gar keine. Der hat wirklich eine glatte Huthaut, aber der Perlpilz hat da seine namensgebende Musterung am Hut. Und wir schneiden ihn auch nochmal durch. Wir sehen, dieser hier ist ja wirklich ganz jung. Der hat da auch noch seine Schutzhülle um die Lamellen. Und auch wenn man sieht, durchschneidet, sieht man dann da, wo sich die paar Würmchen reingefressen haben, diese rötende Färbung, die dann da auch noch wahrscheinlich jetzt gleich auftritt. Da sieht man es auch noch gut am Stamm, der ist schon ein bisschen älter. Also der kommt auf jeden Fall, die kommen beide mit, die sind nämlich noch recht gut. Eine kleine Schnecke bleibt da. So, musst du was Neues suchen. Sehr schön. Weiches Fleisch. Auch da sieht man nochmal die rötende Färbung. Sogar beim Hut.
Da hat die Schnecke schon ein bisschen rumgeknabbert. Also der ist safe, der kommt mit und weiter geht's. So, schaut mal da nach rechts im Bild, da leuchtet es eigentlich sogar zwei Sachen, aber zuerst zu dem, was mit ziemlich Sicherheit eine Glucke ist. Die Kiefer verrät sie schon. Wie gesagt, die Glucke ein Parasit, ausschließlich im Wurzelbereich von Kiefern. Und da ist sie die erste dieses Jahr. Hut ab, eine Glucke pro Suche ist mir ja schon mehr als genug, aber bei der kommen wir zu spät. Wir haben es vorher schon immer wieder gesehen, die Schneckchen haben ja auch einen feinen Magen und die haben diese Glucke wirklich komplett zerfressen. Da ist nichts mehr übrig. Ewig schade, weil das ist wie gesagt mein Lieblingspilz. Und ja, da kann man leider nichts mehr nehmen. Da ist die Enttäuschung wirklich sehr groß. Ihr seht, die hat da wirklich das feine Gewebe abgefressen komplett. Die Spuren sind überall, die Schnecke ist wahrscheinlich schon halb geplatzt. Vor Freude, aber für uns hat sie nichts übrig gelassen. Hier schauen wir auch noch mal nach rechts. Wir sind da immer noch im Teilwald der Hexenröhrlinge. Und dieser hier ist wirklich riesig, schaut euch das an. Dem haben auch schon ein paar wahrscheinlich Rehe zugesetzt. Der ist da schon angeknabbert worden. Aber der hat eindeutig schon sein Alter überschritten, um von uns mitgenommen zu werden, wenn man das überprüfen will. Man kann dann immer ein Stück abschneiden und sieht unten schon an den Röhren, der ist schwarz. Der ist nichts mehr. Aber wie gesagt, unser Körbchen ist ja doch ja, gut gefühlt. Wir haben zwar keine Steinpilze und Eierschwammen gefunden, aber wenn man ein bisschen mehr Artenvielfalt hat, dann hat man auch mehr Erfolge. Also wieder mal ein Plädoyer für die Artenvielfalt. Ein bunter Korb diesmal. Und wir machen jetzt mal an dieser Stelle Schluss für den ersten Teil. Das waren jetzt mal für ein Video genug Arten, aber der Wald ist noch lang. Also wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Es geht genauso bunt weiter. Ein kurzer Ausblick. Wir haben noch ein paar wirklich richtig orge Glucken, einen vom Aussterben bedrohten Stachelbart, vieles Verschiedenes noch. Also bleibt auch in der nächsten Folge dran und wir sehen uns wieder. Bis bald.